Das kennen wir alle. Wer mal schnell einen Handwerker braucht, der hat ein Problem. Und da ist es eigentlich egal, ob der Flur gestrichen werden muss, die Heizung leckt oder das Dach undicht ist. Den Handwerksbetrieben fehlen die Fachkräfte. Da muss man sich als Chef oder Chefin schon was einfallen lassen, um als Arbeitgeber attraktiv zu sein. Eine Malermeisterin aus Osterbü, die zeigt, wie es geht. Michael, du fährst mit Markus mit. Deine Kiste auch, ja, genau. Markus, dann fährst du einmal hinter den her. Ah, okay. Und dann könnt ihr ja noch einmal kurz besprechen, was zu tun ist, wie weit ihr seid. Und ich komme dann nachher auch hin. Ne? Teameinteilung morgens 6.15 Uhr in Osterbü. Die Zeiten, in denen ihr Mitarbeitende fehlten, vorbei. Denn nun macht Malermeisterin Jessica Hansen alles anders. Wir haben die 4-Tage-Woche. Die Mitarbeiter können entscheiden, wann sie anfangen zu arbeiten. Ob sie um 7 oder 8, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Ich bezahle die Fahrzeiten, beide Fahrzeiten. Dann machen wir Fortbildungsangebote, das finden die natürlich auch super. Flache Hierarchien, also hier ist jeder für jeden da und wir lernen alle voneinander. Seit wenigen Monaten ist sie Teil des Teams, Diana Armling. Für die Gesellen eine ganz neue Erfahrung. Man kennt es einfach nicht, dass man so viel Mitspracherecht hat, dass man so viel geboten kriegt. Das ist, jeder hat gedacht, da gibt es einen Haken. Den Haken hat sie bisher nicht gefunden. Chefin Jessica Hansen muss heute ein wenig später los zur Baustelle. Die neue Unternehmensstruktur aus der Not geboren. Heute hat sie 20 Mitarbeitende. Im Frühjahr waren es gerade mal 6. Privatkunden haben mich halt angerufen. Und dann habe ich im März sagen müssen, ja, im Dezember oder Januar. So, und dann haben sie natürlich nicht mehr angerufen. Und da hatte ich natürlich Angst vor, dass ich dann halt meine Stammkundschaft oder generell die Kundschaft komplett verliere. Und dann habe ich mich mit dem Personalmanagement auseinandergesetzt und habe dann also mir vorgestellt, so was wäre toll, was würde mir gefallen. Wichtig ist nachher die frisch gestrichenen Schilder. Ja. Ne? Einer ihrer neuen Mitarbeiter, Markus Hess. Er arbeitet seit fast 40 Jahren als Maler. Bevor er nach Osterbü kam, hatte er teilweise 6-Tage-Wochen. Druck, Druck, Druck. Nur Druck. Ne? Zum Beispiel ein Zimmer mit, sag jetzt mal, Raufaser tapezieren und streichen. Ne? Früher war das Standard 2, maximal 3 Tage. Heute sollte das alles in einem Tag funktionieren. Und das funktioniert nicht. Ne? Nach 2, 3 Monaten hängt man schon in den Seilen als Arbeitnehmer. Etwa alle 2 Tage melden sich hier neue Bewerber. Denn Jessica Hansen wirbt noch immer auf Social Media. Denn ihr Betrieb soll weiter wachsen. Mittlerweile hat sie eine Warteliste. 30 Interessenten stehen drauf. Sie findet, um dem Fachkräftemangel entgegenzutreten, brauchten Betriebe vor allem eins: Mut zur Veränderung. So nach dem Motto, früher ging es ja auch so, es muss heute auch so gehen. Aber das funktioniert nicht. Wir werden sonst keine Fachkräfte mehr haben. Und keiner hat mehr Lust, irgendwelche Handwerksberufe zu lernen. Wir müssen was tun, ganz dringend. Mittlerweile interessieren sich sogar andere Unternehmen für ihr Erfolgsrezept. Und so wird vielleicht bald nicht nur in Osterbü alles anders.